Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Coaching und Consulting Services hier aus München am Harras in unserem brandneuen Video, Standort. Ja, in diesem Video, dieses Video soll in drei Teile zerteilt werden, weil sonst wird es wirklich zu lang. Es wird wahrscheinlich insgesamt 45 Minuten gehen und es ist für YouTube wesentlich zu lang. Das heißt, in drei Teile, freut euch schon auf den zweiten und dritten Teil. Im ersten Teil werden wir erstmal nochmal die ganzen Basisbegriffe klären. Ja, was ist ein Marketing Qualified Lead, ein MQL, was ist ein SQL, was ist ein SQO, was ist ein SQP, was ist ein PWL, ja, ein PC, RC und so weiter, CPC. Also letztendlich in beiden Welten, On- und Offline-Welt, ja, diese ganzen Begriffe klären, KPIs, und wenn wir ein bisschen Deep Dive machen. Letztendlich ein Video wird das werden, wie ich es letztendlich noch nie wirklich veröffentlicht habe. Normalerweise behalte ich diese Informationen ausschließlich meinen Kunden vor, beziehungsweise in One-to-One-Sessions, in Live-Calls, Coaching-Calls, Strategie-Sessions etc. pp. Also, heute möchte ich einfach mal das machen. Dann im zweiten Teil dieser Videoserie, wenn es um KPIs und so weiter geht, werde ich mal ein paar realistische Zahlen auf den Tisch blättern, und zwar individuell zu verschiedenen Use Cases, ne? Weil es ist natürlich letztendlich die eine Kampagne, da hast du 3, 4, 5 Qualified Leads, Sales Leads, ja, SQLs, und das ist super wert. Ja. Dann hast du vielleicht wiederum eine andere Kampagne, da wo du einen Customer Lifetime Value hast von nur 1000 Euro, ja, dann wäre das vielleicht ein bisschen wenig. Also von daher, da nochmal wirklich ins Deep Dive machen im zweiten Teil, also unbedingt den Kanal abonnieren und dann die Glocke abonnieren, sodass du dann auch benachrichtigt wirst bei dir zu Hause. Ja? Wenn dann der zweite Teil rauskommt, und dann im dritten Teil werde ich das Ganze nochmal tiefer analysieren, eventuell kombinieren mit 1, 2 Kundenvideos von mir, Interviews, wo ich dann noch mit reinschneiden werde, beziehungsweise ja, hier nochmal aus erster Hand, also quasi der Kunde selber nochmal ein paar Worte dazu sagt. Okay, bis zum nächsten Mal, ich wollte wieder aufhören zu Ding. Sorry, wir machen jetzt erstmal hier diese paar Business-Erklärungen. So, ich hoffe, ich habe jetzt ja mal hier meine neue Stifte mitgebracht. Ich hoffe, dass sie wenigstens funktionieren. Also, wir machen hier mal in blauer Farbe. Der erste Wert ist der sogenannte MQL. Ja? Da draußen geistern immer wieder so viele Gerüchte rum und Leads generieren und so weiter und so weiter. Und ja, und ich bin nun mal auch einer der Top Lead Gen Agencies da draußen, wahrscheinlich die einzigste Lead Gen Agency, die so anbietet, wie wir es tun, im Gesamtheitlichen, also wirklich das Komplettpaket für SAP-Dienstleister, Softwareentwickler, Java-Entwickler und so weiter, hochgradig spezialisiert und sehr, sehr spitz gehen wir dann in den Markt rein. Also ein MQL, wie es da draußen auch häufig kommuniziert wird, ein sogenannter Marketing Qualified Lead, ich male es hier mal hin, so ein MQL, ja. Ich schreibe es jetzt hier nicht noch an die Tafel, ich denke, du bist erwachsen genug, dir das selber zu notieren. Marketing Qualified Lead aufgrund von Platzgründen und auch der Umwelt zuliebe, weil das ist ja hier Papier. Wir haben ja leider noch kein Whiteboard oder irgendwas über elektronische Sachen und so weiter. Ich muss mal schauen, ob wir hier noch eins hinmachen. Okay. Der Marketing Qualified Lead ist letztendlich etwas, wenn du zum Beispiel eine Google AdWords Kampagne schaltest, eine LinkedIn-Marketing-Kampagne oder organisch. Es ist eigentlich scheißegal, ob du jetzt halt bezahlte Werbeanzeigen machst, ja, auf Google, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, was weiß ich, ja, oder ob du organisch irgendwie Content generierst und dann hier Leads generierst. Marketing Qualified Leads ist zum Beispiel, und ich mache hier einfach nur mal ein Beispiel, ist ein Download. Ja. Das ist ein typischer Marketing Qualified Lead. Ja, was bedeutet das? Ich habe schon unzählige Videos gemacht, auch hier bitte mal meinen YouTube-Kanal einfach mal durchforsten. Das kann ein Freebie sein, das kann ein White Paper sein, das kann ein Download sein, ein Freebie, ein White Paper, ein Dokument, ein Use Case, eine Referenz, eine Zertifizierung, was weiß ich, Erklärung. Ja, alles Mögliche kann das sein. Es ist einfach ein Dokument, das in der Regel im PDF-Format auf deiner Webseite oder auf irgendeiner Software, die letztendlich dahin führt, zur Verfügung steht.
die letztendlich dahin führt, dass jemand im Austausch ja, dir was zurückgibt. Also du gibst letztendlich ja, diesen Download und jemand anderes gibt dir dafür die E-Mail-Adresse. Ja, das ist das absolute Minimum. Im B2B, wo wir unterwegs sind, akzeptiere ich das schon gar nicht. Ja, viele sagen, naja, wenn du mehr abfragst wie die E-Mail-Adresse für den MQL, ja, dann bekommst du wesentlich weniger E-Mails zusammen. Ja, und das ist auch gut so. Ja. Ich will keine Massenlisten haben. Ich will keine, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, da will ich keine 10.000, 20.000, 30.000 E-Mail-Listen haben, wo ich dann gar nicht mehr weiß, wie bringe ich die jetzt eigentlich noch unter. Ja. In welchen Clustern soll ich denn die jetzt noch verschicken und so weiter, dass sie überhaupt der E-Mail-Server akzeptiert und hier nicht als Spam komplett wegblockiert werden und. Du hast nicht automatisch mit mehr größeren E-Mail-Listen auch mehr Umsatz. Das ist absoluter Bullshit. Ja? Du hast im Gegensatz, du hast eigentlich noch viel mehr Probleme, ja? Häufig. Ja? Was natürlich, und ich empfehle dir hier viele Tools wie Pipedrive, Clicktip, ActiveCampaign, hier unten findest du die Links dazu, ja? Um das mal auszutesten, ja, Monat oder 4 Wochen oder irgendwas. Aber die sind alle quasi, die werden, also so Tools werden dir heute heutzutage hinterhergeworfen für ein paar Euro. Ja? Das ist nicht das Problem. Aber all diese Tools haben natürlich auch Upgrades. Und dann wird es auch relativ sehr schnell teuer. Ja? HubSpot zum Beispiel ist eines der teuersten. Da kommst du dann auch schnell in den vierstelligen Bereich rein, ja? Wenn du jetzt sozusagen das absolut höchste Paket nimmst oder sowas. Ja? Wenn du, und häufig ist es, hängt es eben damit zusammen, wie groß deine Listen sind. Ja? Das heißt, all diese Softwareanbieter, die wollen natürlich, dass du hier möglichst viele und große Listen zusammenbaust. Das ist aber gar nicht die Priorität Nummer eins, sondern wie qualitativ hochwertig sind denn diese Listen? Warum? Weil, wenn du E-Mail-Listen große verschickst und du hast eine sehr hohe Non-Acceptance Rate, ja? Also letztendlich eine sehr hohe Non-Open Rate, eine sehr hohe Nicht-Zustellbarkeitsrate, ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Englisch heißt, ja. Also all diese toten E-Mails oder die, sagen wir mal, die Account, die E-Mails und die User, die diese E-Mails dann hinterlassen haben und die gar keine richtigen E-Mails sind oder einfach nur Spam-Accounts, ja, die letztendlich nur zum Download genutzt werden und dann nie wieder geöffnet und nie gelesen und so weiter. Da hast du eine Non-Open-Rate von riesigen Dingen und so weiter. Es wird alles gemessen über diese ganzen E-Mail-Server-Systeme, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen möchte. Ja. Aber wirkt es dann negativ auf deine, was? Auf deine E-Mail-Adresse aus, mit der du diese ganzen E-Mails verschickst, ja, an diese Zehntausende von Leuten. Das heißt, wir wollen hier Quality, auch hier wieder wie in der Lead-Gen, wie bei allem, was wir machen, hier bei Klein Marketing Consulting und Coaching Services. Wir wollen alles Qualität first und dann erst schauen wir auf die Quantität. Ja? Mir ist ein einziger Kunde, selbst mir persönlich, ist ein einziger Kunde, ja, lieber mit einer Top-Qualität, ja, als wie 10 Kunden, 20 Kunden, 30 Kunden, 50 Kunden mit einer schlechten Qualität. Ja? Ich habe hier nur Stress. Ja? Dann muss ich Leute einstellen, um diese Kunden zu bedienen, dann muss ich das und das und das und das machen. Ja? Und am Ende bin ich genauso arm oder reich, nur auch wahrscheinlich auch noch im Krankenhaus auch noch. Ja? Das heißt, also wir wollen immer Qualität und dann erst Quantität. Okay? Quantität ist auch wichtig, ist ein Faktor, aber Qualität ist immer der wichtigere Faktor und eben auch hier. Deswegen jetzt wieder zurück zum Thema beim Marketing Qualified Lead, in dem allem, was wir machen. Wir wollen immer, dass die E-Mail abfragen, aber auch immer den Namen. Das geht ja mal gar nicht. Also es gibt ja so immer noch, glaube ich, irgendwie so Freebie-Download-Möglichkeiten, wo man nicht mal einen Namen angeben muss. Ich will auch wissen, wie der gute Mensch heißt. Ich kann auch dann keine automatisierten E-Mails verschicken, die anonym sind. Das ist total Quatsch. Ja. Und dann will ich natürlich wissen, okay, die Telefonnummer. Dann magst du mal, ja, okay, das ist aber jetzt ein Download-Stopper. Ja, ich will auch niemanden mein Zeug downloaden sehen, der nicht gewillt ist, mir die Telefonnummer zu geben. Sorry. Ja, ist halt einfach so. Und dann eben noch ein paar andere Optionen, wie zum Beispiel Jobtitel, ja, die Firma, wo er arbeitet. Das sind dann quasi auch noch Möglichkeiten, wo jemand was reinschreiben kann, aber die sind optional. Okay, also diese hier sind optional, da kann man noch andere reinmachen und die sind Pflicht.
Ja, weil ich brauche diese drei, die brauche ich. Ja. Und dann und erst dann ist das auch ein Marketing Qualified Lead. Und wenn jetzt eine Agentur auf dich herantritt oder du eine Agentur anfragst und die sagen zu dir, ja, wir machen eine Menge Marketing Qualified Lead und bla 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 bla, ja, 100 Stück pro Woche und dann alles, was die dir für dich darüber geschrieben ist, nur die E-Mail-Adresse, dann ist das einfach kein Marketing Qualified Lead in dem Sinne, wie wir es sehen hier beim kleinen Marketing Coaching und Consulting Services, ja. Und in unserer Agenturdienstleistung, wenn wir es operativ machen oder auch wenn wir es einfach nur Leuten beibringen. So, das Video ist jetzt wieder über 10 Minuten. Das heißt, ich möchte es an der Stelle mal ganz kurz machen und dann sehen wir uns im zweiten Teil. Da rede ich dann über SQL und die ganzen anderen Dinge noch und dann eben gehen wir Schritt für Schritt eben tiefer rein. Also es werden mindestens 3 Teile und da gibt es wirklich viel zu besprechen. Also ich sehe dich in einem anderen Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.